Herzlich willkommen, Leute, zu Minecraft Trust and Betrayal mit der guten Shigo. Hallo, und vielleicht geht's doch nicht, ich weiß es noch nicht. Ach, herrje. Dieses Wetter macht mein Lippi einfach fertig. So, was braucht man jetzt noch? Ach genau, wir brauchten ja das... Juhl! Spiel! Verdammt nochmal! Okay, wir haben Fuel. Kann ich eigentlich... Loader! So, noch ein Maschinchen bis zum Start, quasi. Was brauchen wir bis zum Start dann noch? Ein Fuel Loader, der quasi unsere Raketen füllt. Bin ich schon gebaut? Die habe ich nicht. Warte, ich brauche ja so einen Basic Wafer. Bald geht's los. Wir können es diese Folge vielleicht sogar schon direkt schaffen. Was soll ich mitnehmen für den Mond? Brauchen wir, wenn wir uns da was aufbauen müssen, wir wollen ja irgendwie Luft, was braucht man dafür? Oxygen Collector. Ich habe eigentlich alles da. Also, was uns da ein Double-Distributor brauchen wir noch. Aber. Was brauchen wir? Also, eigentlich brauchen wir großartig gar nichts, weil sobald wir den Mond betreten, quasi gleich das Portal bauen, damit wir zurückkommen können. Und dann können wir dann alles Wichtige mitnehmen. Weil das Wichtige ist, dass wir am Anfang nicht so viel mitnehmen, denn falls wir irgendwie durch einen Leck, durch einen Bug, keine Ahnung, nicht richtig die Rakete abbremsen können, zerschellen wir auf dem Boden. Und das wollen wir nicht. Das heißt, ich sollte meine Sachen schon mal in die Kiste packen. Ja. Außer das Zeug, was ich dir gegeben habe, weißt du? Meinen Rucksack habe ich ja auf. Mein hier, die Oxygen Mask und das Gear und die Tanks. Ja, das trage ich doch alles. Ja, gut. So. Wafer, gib mir mein Wafer. Oh, verdammt. Bild. Redstone. Also auch kein Schwert und sowas? Brauche ich alles nicht? Ein Schwert nimm dir mit, aber irgendwas was Billiges. Ich habe noch ein Diamantschwert hier rumhängen, falls du sowas brauchst. Stahl. Oh Gott, was ist denn Stahl hin? Wurde beraubt. Ich suche gerade ein Diaschwert, weil ich habe auch noch welche. Ansonsten kriegst du mein Tasty-Schwert, weil es ist einfach nur lustig. Aber ich nicht gerade effektiv. Dein was krieg ich dann? Mein Tasty-Schwert. Da kommen sie und wollen den Start verhindern. Ja, können sie ja nichts machen. Nein. Außer sie fliegen halt selber früher. Das ist echt mega beeilen. Naja, dann haben sie ja. Die wollen ja starten, also morgen. Ja, ja. Das wird lustig.
Verdammt, mir fehlt Strom. Was brauchst du? Strom. Ich muss ja mein Ding hier umbauen, weil die Refinery ja nicht ordentlich arbeiten wollte. Deswegen, ach Gott, muss ich hier wilde Kabel legen. Manus geht gerade in mein Haus rein. Oh oh. Hey Manus! Hier los! So, weitermachen. Nicht ablenken lassen hier. Vom Feind. Er sitzt in unserer Rakete drin. What? Hau ihn. Kann man da drin machen? Eigentlich nichts. Noch haben sie das mit der Wolke nicht gecheckt. Oh, das liegt hier. Ah, verdammt. So, einfach noch Energie. Gerade den Schraubenschlüssel in der Hand. Also mal schön aufpassen hier. Oh Gott, ich brauche dringend Platz im Inventar, ey. Beeil dich, Aus, Shindo. Ja, ich beeil mich doch. Auch nicht schneller als schnell. Gott, alles weg hier. Weg, weg, weg. Weg, weg. Ich glaube, die wollen jetzt schon abheben. Oh, es lag bei mir. So. Komm, der Strom ran. Hinten, oder? Seite? Ah. Im Mund links, rechts. Hier ist keine Wolle an dem Eingang, ich darf hier rein. Ich bin im roten Haus drin. Das Ding kein Strom? What? Das verstehe ich nicht. Ah, so rum. Ich glaube, noch okay. Nehmen die Wolke als echt an. Noch. So. Wie voll ist sie denn? Ja. So, eine Rocket ist voll. Das ist super. Gott, ich bin voll die Pikachu-Hexe. Ist ja verrückt.
eine Rakete schon mal befüllt. Ist ready to launch. Okay. Du musst mir dann auch gleich noch erklären, wie man dann landet. Yep. Flag. Okay. Yep. Weißt du schon, wo du das Portal hinbauen wirst? Frage, ich denke mal nicht so offensichtlich. Naja, in dein Haus darfst du es nicht setzen. Wieso da? Portal im Haus ist verboten. Oh, dann muss ich mal schnell wieder abbauen, wa? Ne, es ist ja nicht an. Jetzt schon? Hm, voll. Ach, wie viele Blöcke braucht das Portal? Normales Nether-Portal? Nö, Größe? Das geht doch kleiner. Dann habe ich eine Ecke, wo wir das hinbauen können. Okay. Obsidian? Was habe ich denn getan? Wo bist du? Über dir, hinter dir, in meinem Haus. Bist du da, also wegen dem Portal jetzt? Ja. Ja. Und weg. Hier, okay. Hier hin. Oben, ja. Da auf diese kleine Ecke. Hier ist klar, dass auf jeden Fall eine ungerade Zahl ist, ne? Oder hier einfach rein. Na, ich weiß, du hast, kann man auch kleiner bauen. Du hast mir nicht gesagt, wie groß es wird. Ja, also ich kann das dreimal 1, 2, 3, 4, 3x4 machen. Also 3 breit und 4 hoch. Dann schauen wir auf der anderen Seite. Ja, andere Seite. Komm mal her. Ja. Wieder zumachen, ne? Ja, guck mal, hier einmal rüber. Hier geht das nicht. 4, 1, 2, 3 und dann 3 hoch oder so. Ja. Halt, ach, Trottel. Ah, muss mich nicht beleidigen. Es tut mir leid. Vielleicht. Du hast einen Timer? Ja. Ich bin sogar wirklich wieder. Juhu. Wow. So, Portal, Block. Zack und. Echt? So ein mickriges Portal? Ja, ja. Das sind ja die Enhanced Portal. Okay, ups. So, halt. Network, Cake. Zack. Läuft. Okay, gut. Guckt zu. Okidoki. So, jetzt lass mich mal hier den Fuel zu Ende laden, sonst kommen wir nie auf den Mond. Haben sie schon was geklaut gerade? Fehlt Fuel? Man kann, glaube ich, aus der Rakete selber kein Fuel mehr rausklauen. Wenn die einmal drin ist, load Fuel! Load. So, hier ist wirklich alles gut. Gucken wir mal. C. 100% Fuel. Perfekt. Angst beim Abbauen? Okay. Nö, ich lasse es einfach da stehen. Sind beide voll? Mhm. Wie funktioniert das? Wie viel Zeit haben wir noch? Können wir noch landen in dem Part? Wir haben noch 7 Minuten. 6. Wie lange dauert so ein Flug? Eine Minute. Okay. Sollen wir erstmal meine Taschen entleeren? Moment. Weil dich, Schiege. Die Wolke ist immer noch glasig. Oh Mann. Oh Gott, ich werde sterben. Ich pack noch eben meine XP weg. Dann kriegst du meine auf, weil ich halt ganz großzügig bin. Welches Level hast du? 51. Ich
Ich weiß gar nicht, ob das noch alles in den Tank passt. Für mich kriegen Tank, bitte. Ich bin Level XP. 130. Ah, passt da. Gut, das dauert jetzt die letzten 5 Minuten. Super. Du bist schuld. Fertig. Auf dich gepinkelt. Hast du das so schnell gemacht? In der Gibt's Mitte? Einen Trick? Keine Ahnung. Ja, aber das tue ich doch auch. Ja, aber du weißt doch, die potenzieren sich die Level. Das heißt, Level 50 und Level 100 sind nicht dieselbe Menge. Ach ja, stimmt. Das, also meine, die ersten Level dauern länger. Genau. Gleich schneller gehen. So. Okay, ich habe... Was habe ich alles? Ich habe die Karte, ich habe das Modifier-Ding, ich habe Obsidian und einen Schalter. Damit kommen wir zurück. So. Gut, ich habe mein Gear-Gedönse, meine Wasser, meine Lufttanks sind voll. Mein Hexenhut lasse ich zu Hause. Besser ist das. Der ist wichtig. Dauert trotzdem noch. Oh mein Gott, ey. Ding, ding, ding. Wie viele Minuten haben wir denn? Weil du sagst, wir haben noch 7 Minuten. Hast du auf 20 oder auf 30 gerechnet? Auf 20. Also das heißt, wir haben noch einen Zeitrahmen. Mit. Wie viel Scheiß hier drin? Ich bin gleich fertig. Oh Gott, dauert das lange. Ich bin langsam fertig da. 50 bin ich jetzt. Ja, stimmt, ab 50 geht wirklich schneller. Da müsste so diese nächste Stufe sein. Ja. Und ab 30 geht es dann nochmal anders. Und die letzten 10 waren geschenkt. Und der Tank ist fast voll, also... Ja. Wo bist du? Wo bist du? Warte, warte, warte. Mit, und das nehme ich noch mit. Ich bin an den Raketen. Was zum Buddeln brauche ich noch? Moment. Ich habe nichts zum Buddeln. Du musst was zum Buddeln. Ja. Ach, Toolbox hier. Nicht die Glücksspickzacke, die brauche ich noch. Die Aussie-Raketen stehen noch da. Die Wolke fliegt noch. Sehr gut. So, Moment, ich mach mir die Diamantspitzhacke, das ist ganz einfach. Will ich? Wir haben es ja. Bist du, wo bist du? An den Raketen. Nein. Meine Kiste, nicht dich. An den Raketen. So, ups, halt. Nicht. Abschließen, Tür abschließen. So. Weißt du, was die Nachbarn wieder machen, solange ich weg bin? Okay. Ich habe ein Problem. Button. Ich komme aus dieser Mitte nicht mehr raus. Stopp. Ah, doch jetzt. Der Wasserfall war extrem stark. Ich kam nicht da durch. So, was muss ich tun? Erstmal setze ich in die Rakete. Mit rechter Maus? Ja. Bin ich. Jetzt freust du dich, dass das voll toll aussieht? Ja, ich sehe nichts. Sollte ich nicht lieber... Warte, ich will nochmal aussteigen. Wie komme ich raus? Hilft. Okay, ich glaube, ich bin zu klein, nämlich. Ich kann nicht rausgucken. Ja, dann mach Menschengestalt. Weil ich komme automatisch in Draufsichtmodus, wenn ich in die Rakete reingehe. Ah ja, stimmt. Wenn du zu klein bist, nicht, dann sitzt du drin. Okay. Okay, are you ready? Also muss ich mir erstmal erklären, was ich mache. Also wichtig ist, dass wenn wir gleich, also wir fliegen jetzt gleich hoch, du hast ja links im Rand die Zeile und sobald wir oben angekommen sind, quasi wechseln wir in den Auswahlbildschirm, wo wir jetzt hinwollen. Wir können natürlich nur im Mond oder zurück zur Erde. Und wenn wir dann den Mond ausgewählt haben, dann steht wahrscheinlich dick, fett, blinkend auf deinem Bildschirm Press Space to slow down oder so. Du musst auf jeden Fall Space gedrückt halten oder drücken oder also auf jeden Fall abbremsen. Gedrückt halten oder drücken? Ich glaube gedrückt halten. Probier's aus, ich weiß nicht mehr. Aber das ist wichtig, ja. Und viel Wichtigeres gibt's gar nicht. Und vorher muss ich auch nichts mit WSAD oder sonst Nee, das könntest du, wenn du wolltest, aber das bringt nichts. Du musst nach oben, nach gerade Also oben. Ich hebe einfach nur mit der Taste jetzt ab. Ja. Zählen wir runter. Okay. In 3, 2, 1. Halten oder drücken? Einfach nur einmal drücken. Immer drücken? Einmal drücken, das reicht. Bin ich alleine, der Countdown läuft. Ich muss jetzt ab jetzt gar nichts mehr machen. 9, 8, 7, 6. Muss ich Gas geben? Nein. Da kommen die anderen. Wuhu.
Ein bisschen wackelt meine. Nein. Was? Was? Du bist ausgestiegen, oder? Ja. Warum tust du mir das an? Oh Scheiße. Bleib drin, ja. Kacke. Du musst mich auf den Mond retten kommen. Ja, allerdings muss ich jetzt mal eine neue Rakete bauen. Ups. Wie lange überlebe ich auf dem Mond? Solange wie deine Luft reicht. Ja, wie lange ist das? Weil ich habe ja nichts mit, oder? Nö. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Steht das irgendwo? Nö, du hast nur eine Anzeigebalken halt von deiner Luft. Wenn ich drücke jetzt erstmal auf Mond, ja? Ja. Da steht keine Raumstation. Da muss ich Sende in Dimension drücken, ja? Ja. Warnung. Wie lange muss ich die Leertaste gedrückt halten? Solange bis du landest. Siehst du nicht irgendwo die Geschwindigkeitsanzeige? Ja, minus 10 Meter pro Sekunde. Ja, so lange bis du wenig hast halt. Muss ich doch was dran machen, eine neue Rakete zu bauen. Ich knall trotzdem schnell auf die Erde auf. Nein, ich bin da. Hast du es geschafft? Du lebst. Ja, wie lande ich jetzt? Steuerung? Nö, du solltest jetzt einfach runtergleiten. Also ja, ich bin unten, ich stehe hier. Achso, ja, ist doch gut. Dann. Steuerung? Ja, ja. Um auszusteigen? Ja. Ich bin draußen! Juhu! Okay, keine Panik. Schiege euch, ihr habt keine Luft mehr! Keine Panik! Ich werde sterben! Ja, gut möglich. Ich sehe aber auch keine Luftanzeige. Doch, da oben rechts. Unter der Karte wahrscheinlich. Nee, in der Karte leider. Ja, oder in der Karte. Flackert des Todes rum. Hacker! Nee, alles gut, keine Sorge, alles gut. Was sagst du jetzt? Ich habe auch schon eine Blume hier für dich. Blume auf dem Mond? Ja. Ach, Biomes of Plenty, verkackt wieder alles. Ganz normal. Okay, ein bisschen Luft habe ich sogar, also ich kann mich noch schnell. Gibt es irgendwas auf dem Mond, was mich am Leben halten könnte? Nö. Also es gibt auch keine Kapseln oder also Kuppeln doch schon, oder... aber das hast du nicht dabei. Also du musst halt dir quasi alles mitbringen, weil also du kannst ja mal durch die Gegend gehen und gucken, ob du ein Dorf findest, weil die haben dann nämlich Bäume stehen und Bäume, denen kannst du mit einem Oxygen Collector eben Luft entziehen und mit einem Bubble Distributor halt so eine Luftbubble machen, aber das ist ja alles nicht. Scheiße, Shigo. Wie konnte das denn passieren? So eine wir müssen den Part jetzt beenden, damit wir noch einen machen können, falls es mein letzter werden sollte. Oh. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.